Hallo liebe Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Tarot-Übersicht für den Monat September. Ja, der September ist der erste Herbstmonat. Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Sommer. Ich hoffe, ihr seid jetzt bereit, euch in den Herbst zu begeben. Die Blätter werden schon gelb und rot. Und wir haben die zwei der Schwerter. Ja, ich würde sagen, ihr seid definitiv bereit, vielleicht war der Sommer stressig für euch. Ihr seid definitiv bereit, euch ein wenig zurückzuziehen. Die nehme ich nicht, das sind zu viele. Zu viele. Der September für die Jungfrauen, was hält er bereit? Dieses Video ist übrigens für dich, wenn du die Sonne, den Mond oder den Aszendenten im Sternzeichen Jungfrau hast. Es ist immer gut, alle anzuschauen, denn dann hat man ein besseres, einen besseren Rundumblick. Wir haben den Brunnen auf dem Kopf stehend. Also ihr scheint euch mit einem Problem rumzuschlagen. Etwas, das euch wie festgefroren auf dem Platz hält. Vielleicht denkt ihr über etwas nach und könnt keine Lösung finden. Der Magier, der Magier auf dem Kopf stehend. Also ihr scheint momentan wirklich, oder beziehungsweise Anfang des Monats September, scheint ihr etwas, ihr seid irgendwie verhaftet in einer Situation. Ihr findet keinen Weg daraus. Also wir haben natürlich den Brunnen und der Magier. Das ist immer sehr gut. Die sind zwar jetzt beide auf dem Kopf stehend, aber wenn sie da sind, das heißt, wenn sie im Spread, in der Legung auftauchen, dann ist es möglich, die auch auf den Kopf zu stellen. Also die Energie so umzuleiten, dass, dass quasi die Energie positiv genutzt werden kann. Aber irgendwie habt ihr hier eine Blockade mit den zwei der Schwertern. Habt ihr eine Blockade, warum ihr die Energie nicht erreichen könnt? Jungfrau September. Was ist wichtig für die Jungfrau im September? Übrigens herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für alle, die im September Geburtstag haben, für alle Jungfrauen. Wir haben den Pagen der Kelche. Vielleicht geht es um ein Beziehungsproblem. Das kann Liebesbeziehungen sein, Freundschaften, Familie. Ja, sieben der Stäbe. Also ihr habt das Gefühl, dass ihr euch rechtfertigen müsst, dass ihr angegriffen werdet, aber ihr seid auf jeden Fall auf der erhöhten Position hier mit den sieben der Stäben. Das heißt, die können euch nichts hier von unten. Selbst wenn ihr angegriffen werdet, können die euch nichts tun. Wir haben die Kraft. Huch, da rief jemand an. Ich musste kurz ans Telefon gehen. So, dann haben wir die Kraft. Also wie gesagt, ihr seid hier auf der Gewinnerseite. Ja, also solltet ihr angegriffen werden, von irgendjemandem, ihr übersteht das. Jungfrau im September, wir haben die drei der Schwerter und die sieben der Schwerter. Okay, also tatsächlich seid ihr, ihr seid erschüttert von dem, was hier passiert. Die neun der Kelche. Also hier der Page der Münzen. Der Monat hat zumindest ein erleichterndes Ende. Wir haben die Königin der Schwerter auf dem Boden des Decks.
Und ja, mit den zwei der Schwertern, wie gesagt, und dem Brunnen auf dem Kopf stehen, dem Magier auf dem Kopf stehen. Eben die Situation ist wirklich sehr schwer. Der Situation ist schwer zu entkommen. Ihr zermartert euch hier den Schädel und fragt euch, wie ihr aus dieser Situation herauskommen könnt. Ich denke, dass ihr auch hier ein Friedensangebot machen werdet. Aber das kommt nicht richtig an hier. Also vielleicht wird es sogar falsch verstanden von anderen, wenn ihr sagt, ja, ihr streckt quasi die Hand aus und sagt, ich möchte das eigentlich bereinigen. Aber das könnte man vielleicht als Überheblichkeit auffassen, dass ihr sagt, ne, hier, ich möchte eigentlich Frieden mit euch, aber diese Personen wollen keinen Frieden. Diese Personen ja, wollen das vielleicht sogar missverstehen. Und ich glaube, diese Person oder Personen, es kann auch nur eine Person sein, stand dir sehr nah bis dahin. Also, es kann, wie gesagt, ein Freund sein, ein Familienmitglied, vielleicht sogar der Partner, obwohl ich das nicht so glaube. Ich denke, es ist tatsächlich eher ein Freund oder vielleicht ein Kollege, auf jeden Fall jemand, der dir sehr am Herzen lag. Und wie gesagt, du hast die Kraft hier liegen, das heißt, es wird dich nicht äußerlich antasten. Gerade ihr Jungfrauen seid ja auch Meister der Fassade. Ne? Ihr könnt das wahnsinnig gut nach außen hin keine Gefühle zeigen. Innerlich sieht es ganz anders aus hier, ne, mit den drei der Schwertern und den sieben der Schwertern. Also sieben der Schwerter, das tut euch richtig weh, was hier passiert. Aber wir haben auch die neun der Kelche hier liegen. Das bedeutet, dir wird etwas Positives, entweder erwächst daraus etwas Positives aus dieser Situation. Ja, ich würde sagen, entweder erwächst aus dieser Situation etwas Positives oder es kommt etwas anderes. Also beispielsweise, jemand bekommt mit, wie ihr hier behandelt werdet und ihr bekommt dafür etwas, aus diesem Grund bekommt ihr etwas anderes. Beispielsweise, ein Chef sieht, dass ihr gemobbt werdet. Das ist nur ein Beispiel. Das kann tatsächlich auch eine Situation sein. Aber es ist ein Beispiel. Also, was ist denn heute los? Noch ein Anruf. Das wird wahrscheinlich auch wichtig für euch werden im September. Also es kann tatsächlich zu Unterbrechungen kommen, die euch vielleicht aus dem Flow reißen, die euch ja, die euch einfach, also es muss kein Anruf sein, aber es können Anrufe sein, die euch verstören. Vielleicht werdet ihr sogar angerufen von jemandem und dann halt telefonisch irgendwie wird euch etwas unterstellt oder ähnliches. Es kann aber auch sein, dass es einfach nur sehr, sehr störend ist. Beispielsweise auf der Arbeit, ihr kommt nicht richtig in Fluss im September, besonders in den ersten zwei Monaten. Das also würde ich jetzt tatsächlich in die Legung mit einbeziehen, da ich zwei Anrufe innerhalb von einer Legung habe. Das ist wirklich selten. Aber wie gesagt, also ihr habt die Kraft hier. Das heißt, ihr werdet das überstehen. Es kann auch sein, da wir hier die drei der Schwerter und die sieben der Schwerter haben, dass daraus nichts kommt. Also es wird wahrscheinlich für euch verletzend sein, weil ihr anderes von dieser Person gedacht habt oder diesen Personen. Aber die sieben der Schwerter kann auch eine Situation sein, mit dem ihr aus der ihr mit einem blauen Auge davonkommt. Also, dass ihr quasi zwar ein wenig verletzt seid, aber es kann euch hier nichts passieren. Ne? Also gerade mit der Kraft, ihr seid da sehr stoisch und ihr lasst das an euch abgleiten wie Teflon. Und wie gesagt, mit den neun der Kelchen, das kann sein, dass daraus
sich eine sehr gute Position für euch ergibt. Beispielsweise, wenn euer Chef das mitbekommt, da hatten wir aufgehört, glaube ich, dass hier jemand vielleicht von den Kollegen euch mobbt oder ähnliches, dass ihr hier befördert werdet und dann quasi über dieser Person steht, oder dass aus von göttlicher Seite etwas kommt, das euch hier in eine erhöhte Position versetzt. Es wird wahrscheinlich etwas Neues sein, vielleicht wechselt ihr auch den Beruf, vielleicht zieht ihr um oder ähnliches, sodass ihr aus der Situation herausgenommen werdet und in eine positive Situation für euch gesetzt werdet, die neu für euch ist. Mit dem Pagen der Münzen haben wir natürlich eine neue Situation, das ist aber eine für euch lohnende Position, insbesondere mit den Neun der Kelchen, weil das etwas ist normalerweise, was ihr euch wünscht, also was ihr von außen betrachtet auch schon als positiv wahrnehmt. Also gegen Ende des Monats ist hier eine positive Veränderung zu sehen. Wie gesagt, also all das, was hier ich sag mal, bis zur dritten Woche vor sich geht, ist nicht sehr angenehm, aber es wird nichts Schlimmeres daraus resultieren. Also ihr seid halt sehr stark in eurem Kopf. Wahrscheinlich eben aus dem Grund, weil das, was auch hier passiert ist, verletzend ist und ihr versucht, einen Weg daraus zu finden. Wahrscheinlich wäre es von Vorteil, wenn ihr tatsächlich versucht, etwas aus dieser Gedankenhaltung rauszutreten, weil wir, wie gesagt, wir haben den Brunnen und wir haben den Magier und der Brunnen ist ja sehr stark im Fluss zu sein, dem Göttlichen zu folgen, sich quasi dahin leiten zu lassen, wo einen der Wind hinträgt, und der Magier ist ja eine Situation oder eine Situation erschaffen aus etwas völlig anderem, dass man die Situation eben aus den Materialien, die man hat, alchemistisch behandelt und umwandelt. Und wahrscheinlich würde es euch gut tun, hier etwas loszulassen, aus dem Kopf zu kommen und vielleicht Meditation, Yoga, vielleicht Reiki zu machen. Ich glaube, das wäre sehr positiv für euch, auch wenn die Situation eine ganz andere ist, also wenn sie auch nichts damit zu tun hat, weil ich glaube, dass sie von außen auf euch zukommt und ihr einfach dadurch sehr stark in euren Gedanken hängt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich versuche zu sagen. Und wie gesagt, also es kann verletzend sein, aber es wird keine Spätfolgen von sich tragen. Also es bedeutet, das ist eher seelisch, ihr könnt gekränkt oder verletzt sein, aber am Ende werdet ihr doch als Sieger aus dieser Position hervorgehen. In Ordnung. So, dann habe ich für euch diesen Monat meine Fortune Cookies. Ich fand die für den September sehr, sehr schön. Das sind so kleine Orakelkarten. Die sind zwar auf Englisch, aber das können wir übersetzen. Das ist ja kein Problem. Aha, also wir haben hier direkt schon mal Challenges, also Prüfungen. Take time out from problems or conflicts to approach softly to avoid making matters worse. Genau das, was ich euch gesagt habe. Also nehmt Zeit, um Probleme oder Konflikte sanft anzugehen. Und weil ihr könntet sonst... nicht nehmt Zeit, sondern nehmt Zeit für euch, um Probleme oder Konflikte sanft anzugehen. Und sonst könnte es sein, dass ihr die Sache schlimmer macht. Also je mehr ihr in die Stille kommt, je mehr ihr in die Meditation kommt, desto glimpflicher wird das für euch hier ablaufen. Dann haben wir Future, Zukunft. You may travel or host an overseas traveler soon. Either way, great social fun awaits. Also du könntest entweder reisen oder jemanden von Übersee begrüßen als deinen Gast. Egal, wie es auch ausgeht, es wird sehr viel Spaß machen. Also sozialer Spaß. Ihr trefft euch mit Freunden, ihr habt Spaß zusammen. Das ist vielleicht eine gute Ablenkung von den Konflikten, die hier auftreten. Dann haben wir noch
positive work outcomes, also positive Ereignisse in der Arbeit. Oh, was ist das denn hier für ein Fleck? Consistent effort brings rewards and a major purchase is worth making. Also ja, Konsistenz ist hier sehr wichtig. Also stetige Bemühungen in der Arbeit werden euch Belohnungen bringen. Und eine große Anschaffung ist tatsächlich diesen Monat. Ja, es lohnt sich, eine große Anschaffung zu machen. Okay, also wenn ihr etwas im Sinn habt, was ihr kaufen wollt, kaufen müsst, vielleicht eine Waschmaschine oder ein neues Auto oder ähnliches, das ist diesen Monat, steht unter einem guten Stern. Dann haben wir Sunshine, Sonnenschein. Die Sonne ist, scheint auf dich herab. Career and Business Growth, also Karriere und Business Growth. Wachstum, fabulous communication in relationships, also sehr gute Kommunikation in Beziehungen. Ja, also ich weiß auch nicht, wie diese, also ich glaube, diese Person, ihr mögt oder mochtet diese Person, die auf euch zutritt oder diese Personen. Und aber ich sehe nicht unbedingt, dass das eine sehr nahe Person ist. Also es wird euch, wie gesagt, verletzen, aber es ist eher ein Ankratzen, als dass es euch jetzt wirklich sehr stark trifft. Dann haben wir Reflection. Friendships in your life may come to an end. Also besser gibt es nicht. Ne? Also Freundschaften in deinem Leben könnten zu Ende gehen. Others could blossom and become stronger. Also andere Freundschaften könnten erblühen und stärker werden. Und Reflection ist Reflexion. Also es kann tatsächlich sein, dass es hier doch um einen Freund geht oder eine Freundin, die sich hier aus deinem Leben verabschiedet. Aber du wirst weich aufgefangen, weil andere, wie gesagt, das kann auch sein, dass hier eine neue Freundschaft entsteht. Eben aus dieser Situation, dass die eine Freundin oder der eine Freund versucht, dich hier über den Tisch zu ziehen oder ähnliches. Ne? Also es wird etwas Positives auf jeden Fall daraus entstehen. Und dann haben wir zu guter Letzt Manifestationen. A bountiful time awaits you. Your wishes could manifest right before your eyes. Also es könnte sein, dass deine Wünsche vor deinen Augen Wirklichkeit werden. Und wir haben hier auch die 9 der Kelche, die ja auch Wunscherfüllung ist. Also hier wird etwas, auf jeden Fall was Positives für, auf dich zukommen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Glücksorakel. Ihr könnt pausieren und euch eine Frage überlegen, die eventuell mit Ja, Nein, Vielleicht beantwortet werden kann. Denn dieses Deck enthält Ja, Nein, Vielleicht Antworten, aber auch weitergefasste Antworten. Ihr könnt natürlich auch einfach warten, was dabei herauskommt, aber es ist vielleicht ganz gut, wenn ihr eine Frage habt. So, Jungfrau. Für den Monat September haben wir hier schon, wir haben höchstwahrscheinlich, also habt ihr eine Frage gestellt, auf keinen Fall, also ich denke, da kommt es darauf an, was habt ihr denn für eine Frage gestellt, was würde jetzt besser hier zutreffen, dann haben wir, hör auf zu kämpfen. Es tut dir einfach nicht gut. Vertraue darauf, dass dein Happy End woanders auf dich wartet. Vielleicht bei einem neuen Freund oder einer neuen Freundin. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das ist von Oscar Wilde. Und dann zu guter Letzt haben wir, schau nicht zurück. Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Also verschwende keinen Gedanken mehr an die Sache. Es macht dich nicht glücklich. Auch hier gilt es, loslassen. Und ja, wenigstens wird etwas Positives aus dieser Situation entstehen, liebe Jungfrauen. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen September. Falls ihr dieses Video gemacht habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar, falls ihr euch wiederfindet. Lasst mich gerne teilhaben und abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin, ciao!